Hallo und recht herzlich willkommen, meine Freunde. Wir sind mal wieder bei Clash of Clans. Und joa, ich suche kurz das Replay, was ich gerade geteilt habe hier. Ich bin jetzt in der Master Liga 3, was ich ziemlich geil finde. Also in meinem Hauptprofil Dr. Fu Manchu. Und ja, es geht ziemlich hart ran da oben. Und da wollte ich euch jetzt einfach mal zwei Angriffe mit meinem Hauptprofil zeigen und dann hier noch ein paar Dragon-Only-Angriffe. Wir können sogar einen noch live machen, wenn ihr wollt. Das heißt, wenn ihr wollt, wir machen das sowieso. Und ja. So, wie ihr seht, ich greife hier mit meiner Lieblingstaktik an. Einfach mit Riesenmagiern, Bogenschützen und Barbaren und Mauerbrechern. Und die Taktik worked einfach immer eigentlich. Also, ich weiß nicht, die Taktik funktioniert einfach super. Und da es mir momentan eh nicht um Loot geht, ist mir das relativ wurscht. Und da der Loot-Bonus, wenn ich gewinne, einfach so hoch ist, ist mir das auch ziemlich wurscht. Ich bekomme momentan 100.000 Elixier und Gold, wenn ich gewinne. Und das ist einfach nur Hammer. Und joa, wie man sieht, hier die Base ist im Arsch. Einfach direkt überrannt. Ich hätte eigentlich, als ich den Angriff gemacht habe, hatte ich nicht gedacht, dass, ja, dass ich so gewinne. Ich dachte irgendwie, ja, 2 Sterne haue ich raus, aber mehr auch nicht. Aber ich habe mich getäuscht, zum Glück. Und wir können jetzt hier nochmal einen Dragon-Only-Angriff zeigen. Ich kann euch sogar 2 Stück zeigen. Ja, warum nicht, ne? Ne, der untere, den hatte ich verkackt. Ich will nur den guten zeigen. Ja, nur the best stuff for my subscribers, you know? So. Der hatte eigentlich eine relativ gute Base, aber irgendwie hatte ich Sauglück bei dem und hab den einfach voll überrannt. Ich hätte hier tatsächlich auch nicht gedacht, dass ich 3 Sterne hinkriege. Ich bin nicht so erfahren mit der Dragon-Only-Taktik. Merkt man wahrscheinlich auch. Aber es hat trotzdem ganz gut funktioniert. Erstmal ein Heilzauber da oben hin und da. Und dann kommt hier der Dings ins Spiel. Pusht die alle zusammen, was ich ganz gut fand. Dann habe ich die alle geraged. Und dann sind die ab in die Mitte und haben das Gold geholt. Ich wollte eigentlich nur das Gold haben. Aber ich habe zu guter Letzt alles bekommen. Was mich sehr erfreuen tut. Ne? Ja. Und ja, ich spiele in letzter Zeit ziemlich viel Clash of Clans. Hier am PC jetzt nicht so. Also mit dem Profil hier mit Chimera nicht so. Aber am Handy halt die ganze Zeit und ja, kommt man irgendwie nicht zum Aufnehmen, nicht so in der Laune momentan. Und hier haben wir das Rathaus und da sind die 100%. So, dann können wir gleich eigentlich noch mal einen Angriff machen, so ein Live und so. Oder haben wir dafür, haben wir noch? Wir müssen noch genug Drachen haben. Drachen sind voll. So sieht's aus. Okay, dann bilden wir noch mal neue aus oder haben wir davon auch noch? Okay, ist noch genug drinnen. Dann würde ich sagen, los geht das. Wir greifen direkt mal an. So. Wen machen wir denn heute platt? Also, der, nee, der sieht langweilig aus. Der hat doch kaum Loot, Mann. Das geht doch nicht an. Das geht einfach nicht an. So, hier auch nicht. Okay. Wo vielleicht dann? Nee, den auch nicht. Komm, ich will einen finden, der gut Loot gibt und bei dem es sich auch wirklich lohnt, den anzugreifen. Und nicht irgend so eine Babschnut, die gar nichts hat. Ach übrigens, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Rathaus Level 9. Also hier mit Chimera auch. Ich habe die Mauern jetzt nicht mehr upgegradet, aber ich hatte einfach keine Lust darauf, um ehrlich zu sein. Weil ich hatte das Glück, als ich die Mauern für mein Hauptprofil upgraden wollte, dass man die Mauern da mit Elixier und Gold upgraden konnte. Und so ging das halt schneller. Und hier geht es jetzt nur mit mit Gold. Und es dauert mir einfach zu lange und ich habe einfach die ganze Zeit schon keinen Gebrauch mehr für Elixier, weil ich alles, was man mit Elixier upgraden kann, schon upgradet habe. Und deswegen habe ich daran keinen Spaß. Deswegen gehe ich jetzt einfach Rathaus Level ab, ohne die Mauern auf Max zu haben. Die sind jetzt auf Lila. Also diese zweiten Kristallmauern da. Hier, die der jetzt in der Mitte hat. Und es reicht eigentlich auch. Die schwarzen Mauern sind natürlich deutlich stärker. Versteht sich von alleine, aber ja, hab ich einfach keinen Bock drauf. So, der hat ein Elixier, brauchen wir eigentlich nicht, aber ich würde sagen, wir greifen den trotzdem mal an. Warum nicht? Okay, dann greifen wir ein paar von hier oben angreifen. So. Machen wir direkt die Luftabwehr platt. Die hätte ich ganz gern geraged. Auf, mitten da rein. An die Front mit euch. Dann Heilzauber und dann Heilzauber hin. Oh, der Heilzauber drüben war echt schlecht gesetzt. Okay, das wird jetzt ein bisschen garstig, glaube ich. Ne, 100% werden das nicht mehr. Leider, leider, leider. Obwohl,
Er hat eigentlich kaum noch Luft, aber er hat ja noch die beiden Magiertürme und den einen Bogenschützenturm drin. Also könnte es eigentlich doch noch ganz gut 100% werden. Wenn ich genauer drüber nachdenke, hat der Typ eigentlich nicht mehr viele Chancen. Er hat noch den kleinen, ja, das kleine bisschen hier hinten an, ja, keine Ahnung. Oh, hier hat er auch noch einen Tesla, okay, er hat noch zwei Teslas und einen Magierturm, aber die halten auch nicht mehr lang. Die sind sowieso gleich im Eimer. Es ist nicht gerade Konkurrenz gegen unsere, ja, Horde an Drachen. Ich bin doch immer wieder erstaunt, wie gut die Drachen eigentlich sind. Weil, ich weiß nicht, irgendwie denke ich immer so, ah, der verkackt, ich verkacke jetzt eh, es wird nichts mit dem Angriff und dann hauen die Drachen das trotzdem noch irgendwie rum. Was ziemlich nice ist. So, und den Rest kriegst du jetzt auch noch los. Beeil euch jetzt mal. Oh nein, eine Luftbombe. Scheiße, einer ist noch. Hey, sind fast beide einfach noch in der Luftbombe gestorben. Aber egal. Weitere 100% sind unser. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt kommt direkt das nächste. Und, also nächste Replay. Ich glaube, dann ist Schluss für die Folge heute. Ich habe jetzt gerade, glaube ich, keine Zeit, um dann noch einen Angriff zu machen. Und ja, ihr seht hier, das war ein Rathaus Level 10er, den ich angegriffen habe. Ich dachte mir so, hey komm, versuch's das. Der sieht nicht so gut aus, also er sieht so aus, als hätte er nicht viel upgradet und Space Design ist auch ziemlich Müll. Und ja, bin dann reingebrochen mit meinen Riesen und meinen Magiern, meiner Armee von Magiern. Und ja, hau die Heilzauber raus und los geht das. Alle rushen rein in die Mitte, wie man sieht. Und ja, das wird ein Fest, würde ich sagen. Ich dachte zuerst, oh shit, ich komme nicht in die Mitte rein, ich habe verkackt. Doch dann haben ein paar Magier sich entschlossen, in die Mitte zu gehen und hier alles zu tagstückeln. Und dann kamen die Riesen gerade mit und da ist dann das Rathaus auch ziemlich schnell schon down. Und der Rest ist auch eigentlich nur eine Frage der Zeit, wird jetzt auch geschreddert. Und ja, es ist einfach schreddern. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und zack, die ganze Base ist down. Das war ein ziemlich einfacher Angriff. Den habe ich ziemlich gerackt. Und joa, 28 Trophäen läuft. So, ja, ich würde sagen, das war's dann erstmal für heute. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich mache, glaube ich, mal wieder einen Kriegsreport und bis dahin, haut rein. Tschüss.